Fury-Korn, komm mal mit. Wir müssen da lang. Durch den Sandsturm durch. Durch den Sandsturm durch. Ich weiß nicht mal, ob ich hier überhaupt richtig bin. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass ich... Ja. Das war falsch. Dass ich den... Was ist denn hier los? Mein Nachtsichtgerät verbessere. Guck mal, das sieht cool aus. Jetzt laufe ich übrigens in die völlig falsche Richtung, oder? Nee, es ist die einzige Richtung. Ich finde es zwar toll, dass das alles hier so Open-World-mäßig ist, ja. Ich finde es voll toll. Das Problem ist, du kannst eigentlich nur auf den markierten Wegen tatsächlich laufen. Es geht gar nicht anders. So, kann ich jetzt eigentlich wieder... Danke. Wird es auch gleich wieder Tag? Es ist erst 0 Uhr. Hilfst du da drüber? Nö. Warum denn auch? Nimm den langen Weg. Ist ja kein Pferd, das hüpfen könnte. Komm, einmal drüber. Na also, jetzt hat es kapiert. Mein totes Pferd. Venom Snake und Demon Horse. Das Traumpaar. So. Das erinnert mich alles hier an Quiet, wie sie das erste Mal auf mich geschossen hat. Ha, das war eine schöne Beziehung. Ja, die Marionetten, ich kann sie tatsächlich auch mitnehmen. Ich muss aber auch einfach... Es reicht auch, wenn ich sie einfach nur mit meiner Wu-Pistole betäube. Das habe ich ja auch schon mehrmals gemacht. Mit euch möchte ich mich gerade nicht anlegen. Ich bin nur auf der Durchreise mit meinem toten Pferd. Wundert euch nicht. So. Offenes Ende. Ich finde, dass es gar kein offenes Ende ist. Es gab tatsächlich, ich habe ja mal nachgeguckt, es gab sehr viel, extrem viele Kritik. Oh, Entschuldigung, Hase. Hase. Schaf. Jetzt erkenne ich schon den Unterschied zwischen Hase und Schaf nicht. Es gab sehr viel Kritik über das angeblich offene Ende von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Finde ich gar nicht. Also, was soll denn noch als Ende kommen? Das ultimative Ende war jetzt praktisch, dass es an, dass das ansiedelt oder angrenzt an Metal Gear. Ja? Metal Gear ist das allererste Spiel, was damals auf den Markt kam. Metal Gear und Metal Gear 2, beide für den MSX. Und Metal Gear Solid 5 tut praktisch erzählen, wie Big Boss überhaupt das alles überlebt hat. Das finde ich jetzt, das finde ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Und ich könnte mir kein anderes Ende vorstellen. Die hätten auch einfach sagen können, wir machen das gar nicht mit dieser Offenbarung da und sagen, nachdem Scarface tot ist, ist Schluss. Könnt euch ja selber ausdenken, wie die Story dann bis zu Metal Gear weitergeht. Aber das haben sie nicht gemacht. Die haben noch gesagt, pass mal auf, wir machen noch den ultimativen Plot, du bist Big Boss und fertig. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also da hätte es auch schlimmere Enden geben können, sagen wir es mal so. Warum nicht mit Facecam? Ganz einfach, weil ich jetzt gerade live dieses Let's Play aufnehme für YouTube und ich das nicht so schön finde, wenn da die ganze Zeit die Facecam die Atmosphäre des Spiels zerstört. Na du? Nee, echt jetzt? Wow.
wo Big Boss ist. Er ist gerade, glaube ich, unterwegs und macht Outer Heaven. Genau, der baut Outer Heaven auf. Der rekrutiert Leute, vielleicht sogar noch ein paar von den alten Motherbase-Soldaten, also aus Peace Walker, mobilisiert die und gründet dann Oh Gott, wo waren das? Jetzt macht er mich gerade völlig fertig. Der mobilisiert sie und baut dann halt Outer Heaven. Und Outer Heaven ist in Afrika. Südafrika, glaube ich. Es war auf jeden Fall. Wow. Es war auf jeden Fall. Was? Sag mal. Hörst du auf? Ich hau dir in die Fresse, Alter. Ich glaube, ich spinne. Idiot. Nee, Sansibar war Metal Gear 2. Metal Gear 1 ist irgendwo in Südafrika und dann Metal Gear 2 Solid Snake ist in Zanzibar Land. Also es ist praktisch jetzt so, durch das, dass wir jetzt wissen, dass wir hier praktisch derjenige sind, wo Solid Snake in Metal Gear 1 tötet. Er baut Outer Heaven auf. Kommt dann ins Kreuzfeuer von den Medien, hat ja parallel noch Foxhound wieder übernommen, was er damals in Portable Ops gegründet hat. Und als er dann merkt, also als dann Big Boss merkt, er muss irgendwie jetzt da gucken, dass er da eine Antwort den Medien oder der Öffentlichkeit gibt, schickt er halt sein jüngstes Mitglied aus Foxhound, nämlich Solid Snake, dorthin. Und gibt ihnen halt die ganze Zeit falsche Informationen und hofft, dass er als, weil er ja noch relativ neu ist, dass er halt die Mission scheitert. Passiert dann nicht und dann ruft er halt, oder wahrscheinlich ist er da schon, ruft er Venom Snake an und sagt, ey, ich habe ein Problem, helf mir mal. Und das ist dann der Grund, warum Venom Snake getötet wird und nicht Big Boss. Big Boss hat sich dann zurückgezogen, regt sich wahrscheinlich tierisch auf, dass Outer Heaven, seine ganzen Leute und der Metal Gear, der TX-55... besiegt wurde, zerstört wurde und geht dann nach Sansibar mit Dr. Oh Gott, wie heißt er? Petrovich Madna und versucht in Sansibarland Metal Gear D zu bauen. Wird dann allerdings auch wieder von Solid Snake aufgehalten, der natürlich gedacht hat, er hätte den echten Big Boss getötet, wie es jeder andere auch dachte. Also der wahre Big Boss und Venom Snake sind in Kontakt miteinander. Das hat man ja auch an dieser Kassette gesehen, die er ja mir irgendwie zugespielt hat. Genau. Als dann Big Boss in Sansibarland getötet wird oder halt verbrannt wird von Solid Snake, retten ihn die Patriots, also Zero rettet ihn. Tut ihn in einen komatösen Zustand bringen, weil er ihn halt nicht sterben lassen möchte. Und dann zwischen Metal Gear Solid 1 und 4 wird er ja dann von Eva und Ocelot irgendwann gerettet und wird dann praktisch wieder rekonstruiert mit den Überresten von Liquid und Solidus. Über MySpace in Kontakt, genau. Nee, ich glaube, die entweder tun sie verschlüsselt miteinander kommunizieren per Funk oder so, oder tun sich halt so, wie es Big Boss ganz am Anfang jetzt hier in Metal Gear Solid 5 gemacht hat, halt die ganze Zeit mit Kassetten austauschen. Ja, ich kenne mich sehr gut mit der Metal Gear Geschichte aus, weil sie mich so extrem interessiert. Und habe mich dementsprechend auch jedes Mal, wenn ich irgendwie was wissen wollte, informiert. Was mit den Diamond Dogs passiert, ich vermute mal, dass die halt irgendwann mal aufgelöst werden. Also, ich meine, ich habe mich früher, bevor Metal Gear Solid 5 kam, gab es ja immer die Vermutung, dass die MSF Motherbase, also in der Karibik, dass das ja irgendwann, dass das wahrscheinlich Outer Heaven sein wird.
Und so war es, glaube ich, tatsächlich auch gedacht. Jetzt geht doch mal weg da. So. So war es auch tatsächlich, glaube ich, mal gedacht. Und dann hat halt Kojima gesagt, wir machen noch ein Metal Gear Solid-Spiel. Da werden dann die MSF getötet. Und die Diamond Dogs werden dann praktisch gegründet. Und ich vermute auch tatsächlich, dass die Diamond Dogs Mitglieder die sind, wo wir in Outer Heaven töten. Aber was mit der Basis passiert in den Seychelles, das weiß ich nicht. Es könnte auch, ich glaube, ich habe auch überlegt, ich habe auch spekuliert, dass vielleicht die Basis das ist, wo wir in Outer Heaven infiltrieren. Ich weiß es nicht, es kann sein. Aber man war ja nicht nur auf der Base, man war ja auch ab und zu mal draußen. Und da war es ja schon ein bisschen dschungelartig. Deshalb glaube ich eher, dass Outer Heaven gegründet wurde, so ein paar Meilen nördlich der Basis. Genau. Das Outer Heaven aus Metal Gear 1 ist auf dem Land. Weil man läuft ja auch. Man landet zwar in der Basis drin, man schwimmt ja da rein, aber man ist auch ab und zu mal draußen. Und man flüchtet ja auch. Nachdem man Metal Gear TX-55 besiegt hat, flüchtet man ja auch aus der Basis über Land und alles. Also. Ja. Und es gibt auch einen Widerstand. Den gibt's auch. Es gibt einen Widerstand gegen Outer Heaven. Diamond Dogs müssen nicht auf dem Wasser sein. Doch, also die Basis der Diamond Dogs sind ja in den Seychellen. In den Seychelles. Die Motherbase der Diamond Dogs wurde auf eBay verkauft. Es kann auch sein, dass Big Boss selber irgendwann, also könnte ich mir auch relativ gut vorstellen, dass, weil irgendwann ist ja Kars wieder zu Cypher gegangen, also zu den Patriots. Ocelot ist als Spion in Anführungsstrichen zu den Patriots, aber hat tatsächlich weiterhin für Big Boss gearbeitet. Wahrscheinlich hat dann Big Boss, als das Skandal in Outer Heaven passiert ist, vielleicht hat Big Boss sie dann zerstört, um sämtliche Beweise über ihre Existenz zu zerstören, weil das Symbol der Diamond Dogs ist ja in der Solid Snake Ära nie aufgetaucht. Oder sie haben halt gesagt, sie geben die Mother Base auf und gehen in die Outer Heaven Base. Das kann natürlich auch sein. So, genug Metal Gear Geschichte. Macht mega Spaß drüber zu reden, aber wir müssen uns jetzt mal auf Disney konzentrieren. Wir sind nämlich jetzt da und müssen uns um die Panzerfahrzeuge kümmern. Wo ist der scheiß Scharfschütze? Hä, wo ist der? Sniper-Diaper? Wo ist der? Ach da! What the hell? Oh Gott. So, jetzt wird's schwierig. Mist, es war nur der Helm. Jawohl. Hab ich dich? Ja. Der kann da ruhig ein bisschen leiden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwann mal sagen, ihr könnt nicht mal, wir preisen die ganze Basis ab. Ich meine, die haben ja auch nicht... Die haben ja auch nicht wirklich sich zurückgehalten, als sie die Big Shell abgerissen haben und ja, um Arsenal Gear zu bauen. Das interessiert den nicht mal. So, 3 von 8, das heißt, da sind noch ein paar. Ach guck mal, da ist der andere Scharfschütze, der mich wahrscheinlich gesehen hat. Der kleine Mistkerl. Komm, jetzt fall um.
Ich sollte meinen Schalldämpfer nicht so verschwenden. Ich muss nämlich den Panzer dann mitnehmen. So, jetzt pass auf. Den anderen interessiert das gar nicht. Hä? Subject on board. Leave the rest to us. Nado? Einmal. Daneben. Jawoll. Oh, das hat Spaß gemacht. Okay. Pass mal auf, ich muss das C entfernen, sonst verwirrt mich das die ganze Zeit. Ah, nein. Markierung. So. Jetzt müssen wir zu... Alter. Alter. Warum? Ich denke halt, die Mother Base, so wie sie jetzt ist, wir haben ja damals die Mother Base in der Karibik umsonst bekommen. Also das war ja ein gutes Angebot. Da haben wir halt gesagt, dann gehen wir dahin. Und als es dann alles passiert ist mit den MSF, hat halt Kars wieder sowas aufgebaut. Ich glaube, einerseits zum Schutz, weil das nicht so gut zu finden ist wie eine Basis auf dem Land. Und andererseits halt auch, er konnte halt nicht loslassen und wollte einfach wieder dasselbe aufbauen. Er wollte dasselbe aufbauen, wie, wo er auch verloren hat. Und ja gut, der Groll zwischen Big Boss und oder Venom Snake und Kars, der wächst, der wird wachsen, und zwischen Big Boss und Kars sowieso schon, ist eh schon am Arsch, die Beziehung. Daher glaube ich, dass die sich irgendwann mal trennen werden und dann sagen, wir ziehen um, wir brauchen diese scheiß Basis da in den Seychelles nicht. Ja. Kann schon sein. Was halt auch doof ist, wenn halt wieder mal so ein Massaker passiert. Du kannst halt nicht so... Da gibt es dann wahrscheinlich viel zu wenig Rettungsboote wie damals bei der Titanic. Das Ding ist dann einfach gesunken und fertig. Und ich glaube, auch so sind ganz viele Leute auf der Basis damals umgekommen, weil sie einfach keine Fluchtmöglichkeit hatten. Helikopter wurden wahrscheinlich alle von Skullface zerstört und Boote gab es halt nicht genug. Man hat ja auch ganz am Anfang gesehen, als man die Basis angeflogen hat, dass auch Boote in Flammen waren. Also die wollten alle schon fliegen, nur Skullface hat es verhindert. Von einer Landbasis kannst du halt schon eher wegrennen und entkommen. Das stimmt auch. Das Traumpaar wird sich trennen. Ja, es wird sich trennen. Kars unterstützt in Metal Gear 2 nämlich Solid Snake und nicht Big Boss. Und Solid Snake tut ja, ohne dass er es weiß, für die Patrioten arbeiten. Oh, das wollte ich nicht. Nein, mein Karton! Solid Snake hat zweimal die Pläne von Big Boss durchkreuzt. Weil er halt der Meinung war, er ist der Böse. Und hat halt Befehle, wie es halt ein Soldat macht, er hat Befehle auch ausgeführt. Und hätte er gewusst, dass es für die Patriots ist, was er da eigentlich tut. Ich glaube, dann hätte er das nicht gemacht. Aber damals kannte er die Patriots ja nicht. Die hat er ja erst relativ spät kennengelernt. Halt die Schnauze. Na, Kollege? Komm mal her, komm in meine Arme, ich möchte dich umarmen. So. Bisschen für Ablenkung sorgen. Ich glaube, jetzt weiß jeder, dass ich da bin. Ich laufe auch überhaupt nicht unauffällig hier durch die Basis. Fress Granate, Arschloch. So. In Sons of Liberty weiß es, also er weiß es glaube ich schon ein bisschen davor, aber ich glaube nach dem Tankervorfall weiß es. Er wusste es auch beim Tankervorfall damals nicht. Er hat es glaube ich erst nachgeguckt, als der Skandal auf dem Tanker passiert ist, und wusste es dann halt vor Wyden in Metal Gear Solid 2, als er die Big Shell infiltriert hat. Ja, das stimmt auch. Panzer oder sowas kannst du dann halt auch nicht wirklich einsetzen, wenn du angegriffen wirst. Metal Gear Solid wurde ja dann irgendwann mal zwischen... Also, der Plan war ja, bevor
die Basis zugrunde ging, sie wassertauglich zu machen. Das hat auch funktioniert, deswegen hat man ja damals auch unter Wasser gebunkert, als das sogenannte Atomnuklear-Inspektionskommando da kam, hat man ja Sieg im Meer versteckt mit der Atomwaffe. Dass es dann natürlich so kommt, hätte, glaube ich, keiner in dem Moment gedacht, außer Huey. So. Warum haben wir eigentlich schon wieder, das nervt mich jetzt, dass wir schon wieder hier einen Sandsturm haben. Das Coole ist auch das Pferd, wir haben das keine Ahnung wo vergessen und jetzt ist es wieder da. So, was war das? Eliminieren Sie die schwere Infanterie. So, das Wetter klart auf. Wir haben Sonne. Wir müssen aufpassen. Aktive Attrappe. Das wird jetzt das erste sein, was ich mache. So. Na komm mal her, Bubile. Jetzt macht er das so. Frechdachs. Oh, jetzt halt doch einfach die Fresse. Jetzt kommt da sein Kollege. Scheiße. Na du? Da bist du jetzt selber schuld. Hättest du nicht geschrien, wäre ihm nichts passiert. Ich musste so handeln. Ich musste. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hoffe, es tat nicht so weh. Vor allem das Beste ist, er sagt nicht bewegen und knallt die Person einfach ab. Vor allem, ja gut, unser Ballon, die angebliche Person macht sogar, was er will. Ja genau, und dann schießt er ihn trotzdem ab. So ein Arsch. So. Zwei habe ich erledigt, drei fehlen noch und die sind da oben. Sehe ich gerade. Vor allem das Doofe ist, meine Waffe bringt eigentlich so gut wie gar nichts, weil die kommt einfach nicht durch diese Rüstung durch. Ich kann sie eigentlich nur mit CQC oder mit so einem Molotow-Cocktail aufhalten. Wo ist denn der? Ach da! Hi! Komm mal her! So,